Die 80s oder die 90s sind zurück, alles ist so ein bisschen trashy. Mit dem Comeback des Films Manta Manta zieht auch so ein bisschen dieser Trash-Look in der Mode ein. Das heißt, wir haben viel Schwarz, das kombinieren wir aber sehr gerne eben mit Neon-Colors, hier zum Beispiel mit Pink. Das geht von den Ohrringen bis zum Gürtel über die Handtasche. Da sind es dann auch gleich mehrere Farben im Color-Blocking, die zusammenkommen. Ja, und natürlich Metallics. Metallics dürfen bei dem Thema nicht fehlen. Ob bei den Taschen oder bei den Schuhen. High Heels gehören auch dazu, richtig spitze Perms, zickig, messerscharf oder eben Sandaletten, filigran, aber immer wirklich mit feinen, filigranen Absätzen. Ja, und was die Accessoires betrifft, auch da lassen wir es krachen, ob der Gürtel in Neon Pink oder Riesenohrringe, Riesenkreolen oder eben vielleicht auch mal ein ausladender Sonnenhut. Ich sage, die 80s oder die 90s, wie immer wir wollen, sind wieder da und Schwarz mit Farbe ist hier echt die probate Wahl, um ja zum Beispiel die nächste Abi-Feier, die nächste Hochzeit oder ein Sommerfest mal so richtig, ja, um es so richtig krachen zu lassen.